Leben schön. Jetzt ist gleich soweit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Selber so Exemplar daheim und bring's nicht los. Mit Bauern möchte ich schlafen. Reden. Also ich möchte schlafen und mit Bauern möchte ich reden. Da wärst du aber täuschen. Ja. Der ist nämlich heute erst in aller Frühe heimgekommen. Einen Rausch hat der gehabt. Da hätte man gleich zwei draus machen können. Wir waren ja auch zu zweit. Ha? Also, ja gut. Ich komm später noch mal vorbei. Für die gut, Burschen. Vierte? Oh, ja. Der ist gut. Schlaf da halber dein. Jetzt hab ich einen Zucker vergessen. Also, wie kann man nur so Mut zu mir sein wie dieser Bürgermeister? Also, ich zum Beispiel, ich, wenn ich in der Früh aufstehe, ich kann mich sofort wieder hinlegen. Ja, sag einmal, Urschel, wie kann man denn so verschlafen sein wie du? Das kann doch gar nicht gesund sein, so viel schlafen. Ja, selbstverständlich ist das gesund. Und wir, ich habe sogar mal in einem Buch gelesen, dass man vom vielen Schlafen sogar schön wird. Ja? Ja. Dann hast du sauber zu wenig Schlaf erwischt. Ich glaube, für dich wär's das Beste, du legst dich nieder und stehst nie mehr wieder auf. Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Und davon reichlich. Da? Schau dir das einmal an. Hallo, das sind proper. Portionen! Ja. So was nennst du eine Figur. Ja, ja freilich. Du hast gemeint, der Radl weg nach Schliese. Ich bin sozusagen eine klassische Dorfschönheit. Ja, ein klassischer Trampi bist du, aber sonst gar nichts. Reden wir von was anderem. Ja, ist mir auch lieber. Ist der Bauer schon wieder zurück aus der Stadt? Jawohl, mitsamt sein Affen. Wieso? Die Bayerin war doch gar nicht dabei. Den Affen hab ich ja gar nicht gemeint. Den da. Oh, das kann ja ein sonniger Morgen werden. Ja. Ich glaube, der ist besser, wenn ich mich verflüchtige. Ist der Kaffee schon fertig? Aber natürlich. Der Herr Altknecht braucht sich nur in die Küche hinaus. Bemühen. Ja. Hoffentlich ist er die Bemühung auch wert. Sowieso. Na ja, von wegen. Du. Neulich habe ich mit dem Sohn des Hauses, mit dem Martel draußen gefrühstückt. Und? Dann haben wir gewettet, was das für ein Gesöff sein könnte. Und? Der Martel hat gesagt, das ist kein Kaffee, sondern ein Tee. Und ich habe gesagt, das ist kein Tee, sondern ein Kakao. Und dann schreit Bayern zum Fenster raus und fragt, mag noch jemand eine Suppe? So ein Lüger, der Teufel, ein Lüger, der Mensch. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist der Vater schon zurück aus der Stadt? Jawohl. Die Bayerin hat ihn heute in der Früh schlafend im Gang liegend gefunden. Aha.
mir seinem Sohn eine Moralpredigt nach der anderen halten und selber, das ist ja gut zu wissen. Ja, aber nachdem ich gleich für dieses Haus also unersetzbar bin, hat es mich sofort aufgeweckt. Ja. Und gemeinsam haben wir nachher in die Schlafkammer reingedrungen. Und da schlaft der Ochs jetzt noch. Ich mein natürlich, und da schlaft er jetzt noch wie ein Ochs. Aubezwick. Da wird er von der Mama für das nächste halbe Jahr wieder einen Hausarrest verordnet kriegen. Armer Vater. Was hör ich da? Armer Vater. Der ist nicht arm. Der wäre erst arm, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat. Aber dank Gnade ihm Gott. Friede seiner Asche. Geh halt doch du deinen Schnobi. Schau, dass du den Kaffee herbringst, Basch. Ja. Da bring ich jetzt den Kaffee, der ausschaut wie ein Tee, schmeckt wie ein Kakao und vielleicht doch ein Suppenwert. Lach nicht. Du Mama, dass der Papa ein bisschen viel über den Durst getrunken hat, das ist doch kein Grund, dass du dich so aufregst. Was, kein Grund? Wenn der Vater stocksoffen am helllichten Tag am Gang draußen liegt. Ja, was glaubst denn du, wenn dein Bruder, der Toni, erst mit seiner ausländischen Frau, die jetzt dann auf Besuch kommt, den Vater in dem Zustand sehen, die lässt sich ja sofort scheiden. So, jetzt da schon her. Jetzt gibt's einen Kaffee. Habt ihr jetzt einen Kaffee? Hab ich jetzt dir nicht schon hundertmal gesagt, du sollst dir endlich einmal merken, wenn es dann dem Toni seine Frau da am Tisch sitzt, dass du beim Servieren immer von rechts kommst. Na, von rechts komm ich nie mehr. Und warum nicht? Na, wegen dem habe ich meinen Führerschein verloren. Was? Das war so. Es hat geheißen, der Schutzmann ist von rechts zu umfahren. Mei, ist der geflogen. Du hast ja noch nie gewusst, wo links und wo rechts ist. Hallo, gell? Ich weiß ganz genau, wo rechts und links ist. Links ist da, wo mein Herzl herschlagt, wenn am Sonntag nach der Kirche alle Buben sich den Hals nach mir austragen. Den Hals tragen schon, damit sie sich nicht anschauen brauchen. Lass doch gehen. Wenn's an der Zeit ist, dann wird sich schon noch einer finden, gell, Urschel? So ist es. Ja. Außerdem, gell, bei uns im Dorf drüben, der Oberndorfer Gürtel, haha, ja, der wollte wegen mir sogar schon Selbstmord begehen. Ja. Ah, was du sagst? Ja. Er hat gesagt, wenn er mich kriegt, hängt er sich auf. Die Moni wird uns nicht wenig oft blamieren beim Toni seiner Frau. Da tat sogar Not, dass ich nur ein feines Personal einstellen darf. Hä? Ja, freilich. Für die feine Leute eine Kammerzofe. Und für den Herrn Bruder Toni Rieger aus Amerika einen Kammerdiener. Hä? Ach, geh, red doch nicht. Du weißt doch aus dem Brief, den der Toni und später dann sie geschrieben hat, dass das ganz narrisch reiche Schwiegerleute sind. Ja, und deswegen ist auch bloß ein Mensch, oder? Na ja, das weiß ich schon. Aber bei dem Reichtum, da wird sie natürlich nur einen ganz feinen Haushalt gewohnt sein. Und da weiß ich nicht, ob sie da bei uns gefällt. Mama, bitte schon, hör auf mit dem Getue. Seitdem, dass der Brief vom Toni gekommen ist, dass er auf uns seiner Hochzeitsreise bei uns da vorbeischaut, ja, um uns seine Frau vorzustellen, ist es mit dir nicht mehr zum Aushalten. Das ganze Haus, ach, den ganzen Hof hast du von oben bis unten umgedreht. Es gibt keinen einzigen Handwerker im Ort, der letzte Woche bei uns nicht da war. Mhm. Ich sag dir nur das eine, wenn es der feinen Dame bei uns da nicht passt, dann soll schauen, dass so schnell wie möglich wieder da hinkommt, wo es hergekommen ist. Sag einmal, wie redest du von deiner Schwägerin, von der Bessi? Ist doch wahr, oder? Dann Toni seiner Frau, da wirst du nicht was tun sollst, nur damit der Toni mit euch zufrieden ist. Aber als der Ältere war er sowieso immer der Bevorzugte. Hat sogar eine aus Amerika heiraten dürfen. Nur bei mir. Seid euch du und der Vater einig, wenn es um mein Gredel geht. Stopp bist! Aha, da schau her. Nicht einmal den Namen von meiner Zukünftigen darf ich aussprechen, ohne dass ihr rot seht. Und warum? Nur weil es auch nicht vom Film ist. Und sonst bei den Filmleuten nicht auch normale Menschen waren. Das sagt ja kein Mensch. Aber dein Filmgredel, die lebt doch in einer ganz anderen Welt. Und du, als zukünftiger Erbe vom Riegerhof, du wirst einmal der reichste Bauer sein. Du brauchst einmal eine Frau, die von der Landwirtschaft was versteht. Sonst fährt dir Gott der schöne Hof.
Aber das verstehst du noch nicht. Da bist du noch viel zu jung und viel zu dumm. Ja, ja. Gell? Und drum schlagst du jetzt diese Gedanken aus dem Kopf. So, jetzt muss ich in den Garten ausgehen, muss noch Blumen holen. Aber weißt du was? Das war gleich eine Arbeit für dich. Gehst raus und schneidest mir Blumen ab für das junge Paar, gell? Hörst du es noch, der Kugelhupf, der ist ja auch noch im Ofen drin. Mayri, was ist denn? Darin eine kleine Zwischenfrage. Ja? Was für eine Farbe muss der Kugelhupf haben? Schwarz ist er schon. Oh. Was haben wir denn? Na, Florian, was sagst du? Ein Irrenhaus muss doch direkt ein Erholungsheim sein gegen den Betrieb, der bei uns da herrscht. Ja, das darfst du laut sagen, ja. Ich sag dir, wenn das so weitergeht, geh auf und davon. Langsam mit die Füße ins Wasser, das könnte kalt sein, gell? Ach, sollte man da nicht grantig sein. Der Toni, der kann tun und lassen, was er will, nur weil er der Ältere ist. Seit Jahr und Tag ist er schon auf landwirtschaftlichen Schulen und Kursen. Ja, dafür hast du jetzt einen diplomierten und studierten Landwirt, sozusagen einen Ökonomierat zum Bruder. Da kann ich mir was kaufen drum. Mhm. Und wie die Schule aus war, ist er auf Studienreise nach Amerika. Daheim wartet die Arbeit. Lass doch warten. Die Arbeit läuft einem nicht davon. Ja, und der Toni hat ja da drüben auch nicht bloß geschlafen, gell? Das letzte halbe Jahr hat er doch auf einer Farm mitgearbeitet, wo er dann auch die einzige Tochter von dem Farmersbesitzer kennen und lieben gelernt hat. Wie es so schön in die Romanheftel heißt, gell? Dann hat er sie geheiratet und hat mir alles vermasselt. Wieso? Wieso? Das kann ich dir ganz genau sagen. Wenn er nicht nach Amerika gegangen wäre, dann hätte er die Bessie nicht gesehen. Dann hätte er sie nicht geheiratet, wäre heimgekommen und hätte den Hof übernommen. Ja, sei froh. Dafür wärst jetzt du hier auf dem Riegerhof. Aber als zukünftigen Riegerbauern lassen doch mich meine Eltern nie eine Schauspielerin heiraten. Na, ganz bestimmt nicht. Ja, also. Eher geht die Sonne im Westen auf. Kriegst du das? Und so als zweiter Sohn hätte ich mir mit meinem Anteil irgendwo ankaufen können oder irgendein anderes Geschäft aufmachen, wo mein Gretel gut dazu passt hätte. Verstehst du jetzt, warum mir die Sache so zwider ist? Ja, wenn man das von deiner Warte betrachtet, dann hast du schon recht. Aber auf der anderen Seite, Bauer auf dem Riegerhof sein ist ja auch nicht zum Verachten, gell? Ja, die Leinwandhexe passt natürlich nicht da rein. Ja, da war der Hof bald beim Teufel. Ja, Dankeschön, fang du auch noch an. Das kann ich mir 50 Mal am Tag von meinen Eltern noch hören. So geht kein einziger Tag, wo man die Mama nicht einen Vortrag hält. Buh, heirat doch die von da, die hat so viel Geld. Buh, heirat doch die von dort, die hat so einen riesen Hof. Ich mag aber nicht, verstehst? Entweder ich krieg mir Gretel oder ich bleibe jung sein. Ui, das ist eine gute Idee, das magst du. Und was Blödes fällt dir nicht? Was soll ich denn sonst machen? Ja, was soll ich denn sonst machen? Abwarten und Tee trinken. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Kommt Zeit, kommt Rat. Und die Alte. Sag einmal, steht's jetzt hier noch eben bei uns, seitdem ich weg bin? Ha? Nein, eine Zeit lang sind wir gesessen. Ja. Und nichts ist wie Ratschen. Ja. Ausgerechnet heute, wo der Besuch kommt. Da haben wir keine Zeit dazu. Also, was ist jetzt du? Die Blumen hast du schon reingebracht. Langsam, Frau Mutter. Um die Blumen für deine so heiß ersehnte Schwiegertochter, da schickst du gescheiter jemand anders. Bei mir, da waren nämlich viel zu viele Brennnesseln dazwischen. Ich hab nämlich keine Lust, bei dem Zirkus mitzumachen. Wir haben nämlich, außer auf den hohen Besuch zu warten, auch noch einen Hof, der in Gang gehalten werden muss. Nachdem ja du und der Vater seit 14 Tagen nichts anderes im Kopf habt, als das Haus von oben bis unten umzudrehen, muss ich mich darum kümmern. Ah ja, du. Und damit der Stier auch weiß, dass wir Besuch kriegen, hänge ich ihm zur Begrüßung jetzt eine Krawatte rum. Ja, wie redet denn der mit mir? Gut, gell? Hab ich da richtig gehört, hä? Ja, ich kann den ja nur mal holen, wenn du das nicht verstanden okay. hast. Also so ein Lauser. Statt dass er froh war, dass sein Bruder, der Toni, so ein großes Glück gemacht hat und er dadurch auf den Hof da bleiben konnte. Na, da tat er nur aufbegehren. Ja, ich möchte gerade wissen, was er hat. Ja, das kann ich dir schon sagen. Er ärgert sich heute, weil er als zukünftiger Riegerbauer seine Schauspielerin nicht heiraten darf. Das kommt auch nicht in Frage. Eine vom Film als Riegerbäuerin. So was hat doch die Welt noch nicht gesehen. Ja, mein Gott, die Liebe hat ihn halt erfasst. Ach Gott, eine Liebschaft hat er mir ja noch eingelassen. Aber der möchte ja sein Filmgretel gleich heiraten. Ja, das ist ja die Teufelei der weiblichen Reize, dass man sein eigenes Verderben gar nicht schnell genug herbeisehnen kann.
Hat schon mal ein ganz berühmter Dichter gesagt, der Ding war's da. Schillinger oder Göttinger? Lass doch deine Weisheiten. Schau lieber, dass du an die Arbeit kommst. Ja, das geht nicht. Warum nicht? Ich muss auf den Bauern warten. Steht ja heute gar nicht mehr auf. Ja? Ah, bis jetzt noch nicht. Nee. Aber den werde ich jetzt gleich aufwecken. Und wenn es mit einem Kiwi Wasser sein muss. Ja, hoffentlich kann er gut schwimmen. Schicke den gestern in der Früh in den Stadt rein und heute früh kommt der erst heim. Und zwar mit einem Monstrumrausch im Gesicht. Na schön. Na schön. Aber der kann was erleben, wenn er aufsteht. Ja, so gut wie der dich kennt, wird er wahrscheinlich die ganze Woche liegen bleiben. Sei so gut, wo doch heute unser Ältester mit seiner jungen Frau auf Besuch kommt. Mhm. Übrigens. Gehst mir gleich zum Metzger rüber und sagt, der soll noch Würst drüber schicken. Mach ich. Und beim Ochsenwirt gehst vorbei? Der soll den Ochsen rüber schicken? Nein, der soll ein Fassel Bier rüber schicken und 25 Liter Wein. Aber einen guten sagst, gell? Mhm. Und jetzt ein bisschen flott. Masch, masch! Das hättest mir jetzt gar nicht anschaffen brauchen. Bei so viel Bier und Wein läuft der Florian von ganz allein. Beckel. Den Wein werde ich sicherheitshalber vorher probieren. Gell? Nicht, dass uns der einen rechten Fusel raufschickt. Gell? Wie der Wein ist, das siehst du dann, wenn ich heimkomme. Bitte gut. Und der Steli! Ob so was machst mit dem Haus, das glaubt mir! Was wolltet ihr da? Ah, Jesus, ja! Mein Herrn Gemahl muss ich aus die Federn rausholen. Herein! Das ist mein Platz. Ja. Ist da alles schlaf? Nein, was meldest du für ihn? Reden möchte ich mit ihm. Dringend! Okay, so präsent wird es noch da nicht sein. Hast du eine Ahnung? Unter Umständen hängt mein einziges Leben davon ab. Mei, bin ich müde. Mei, hast du so einen Schlaf? Ja, was für einen? Ich könnte im Steh schlafen. Geh, du kannst doch da nicht schlafen. Nicht? Dann geh da rüber. Ja, warum liegst du denn nicht nieder? Ja, weil ich nicht darf, weil ich nicht komme. Ich muss erst mit dem Alois reden. Mei, kommst du halt später, dabei wird er schon auf sein. Dafür garantiere ich dir. Hey, Bruder! Ich bin ja so müd. Ja, warum schlafst du noch nicht daheim? Ja, weil ich nicht darf, aber... Gute Nacht beieinander. Jetzt sagt ihr am helllichten Tag gut nach beieinander. Also der Mann ist auch nicht mehr ganz sauber da drum. Was wollt ihr ziehen? Mein Alten aufwickeln. Bayerin? Ja? Bayerin, bleib da, bleib da, bleib da. Der Telegrammbote hat das abgegeben da. Was, ein Telegramm? Ja, das ist nämlich ein Telegramm von einem Telegrammboten. Mei, hoffentlich ist nichts passiert. Ha? Du sag einmal, ich hab nämlich heute den ganzen Tag schon so ein ungutes Gefühl. Glaubst du das? Nein, es ist nichts los. Woher weißt du das? Ja, weil ich es gelesen habe. Ja, so eine Frechheit. Ha. Wer hat denn das angeschafft? Na, ich mir selber. In Zukunft. Da lese ich meine Telegramm schon selber, gell? Ach, da schon. Ja. Ja. Ich weiß doch, was ich mir als gut erzogene Magd schuldig bin. Ja, ich muss doch das lesen. Ja, was die vielleicht lieber dich hätte als erstes der Schlag getroffen? Nein, das ganz gewiss nicht. Also dann. So, gut, also. Bitte, wenn dir das nicht recht ist, dann mache ich in Zukunft überhaupt nichts mehr. Oh, du wirst schon was machen. So? Und zwar gehst du jetzt sofort in den Garten raus und schneidest mir Blumen ab für das junge Paar. Schneidest mir Blumen ab für das junge Paar? Aber eins muss ich gewiss. Wenn ich noch mehr auf die Welt komme, dann werde ich gleich Bayerin und kein Markt mehr. Und dann schaue ich an, dass gerade so kracht. Liebe Eltern, meine Frau Bessie kommt einstweilen allein. Stopp. Da ich in München geschäftlich zu tun habe, stopp. Nehmt Bessie gut auf. Stopp. Aber warum stoppt denn der Albe, ha? Viele Grüße, euer Toni. Aha, jetzt stoppt er nicht mehr. Mein Gott, nein, jetzt kommt die allein. Ja, um Gottes Willen, bis bald ist. Mein Gott, da wird's brisieren. Jesus Maria. Martha!
will, das wird was werden. Melde gehorsamst mein Eintreffen, Frau Mutter. Okay, lass doch die Dummheiten. Wieso Dummheiten? Du selber hast vor kurzem auf den ganzen Hof verkündet, dass wir jetzt, wo der hohe Besuch kommt, nicht mehr so geschirrter herreden dürfen, sondern mehr nach der Tinte reden müssen. Also bist du jetzt nicht mehr die Mama, sondern unser Tintenfassel. Ja, gib mir gleich ein Tintenfassel, wärst gleich eine fangen, du. Du fahrst jetzt sofort am Bahnhof runter und holst deine Schwägerin ab. Die kommt nämlich einstweilen allein. Der Toni hat nämlich gerade telegrafiert, er ist nämlich nur verhindert. Du, und ich bitte dich, benimm dich. Nicht, dass die bei ihrer Ankunft gleich eine schlechte Meinung von unserer Familie hat, gell? Du, warte mal. Sofern ich mich an die Generalprobe erinnern kann, war doch die Rolle des Empfangschefs am Papa zugeteilt, oder? Ah, red doch nicht. Ich kann doch den blecksuffenen Vater in dem Zustand nicht am Bahnhof abschicken. Ich wäre ja schon froh sein, wenn ich mich überhaupt zum Aufstehen bewegen kann. Also, jetzt bittchen, lass dir recht was Schönes einfallen, gell? Und blamier uns nicht. Also, weißt du was, ich helfe dir jetzt. Ich bin jetzt deine Schwägerin. Also, jetzt pass auf. Der Zug kommt an, gell? Ich steige aus. Dann gehe ich auf dich zu. Du begrüßt mich, du küsst mich. Gib heute, Mama, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Aber selbstverständlich. Also komm, jetzt begrüße mich. Jetzt warte mal. Ja. Ich werde also, wenn sie aus dem Zug rausgestiegen ist, auf sie zugehen. Ja. Dann mache ich einen schönen Hofknicks. Und dann werde ich zu ihr sagen, grüß dich Gott, liebe Schwägerin. Ja. Alte Hütte! Ich bin der Schwager der Martel und bin wahrscheinlich der einzig normale Mensch aus der Riegerfamilie. Nachdem nämlich meine Eltern glauben, dass du eine amerikanische Prinzessin bist und alle schon vor lauter hundertennigster Hochachtung auf dem Bauch umeinander rutschen, weil Mrs. Gerun in unserer armen Hütte einzutreten. Solltest du aber wirklich so eine fade Funsen sein, wie meine Eltern glauben, dann nimm deine Koffer, steig in den Zug und fahr so schnell du kannst wieder dahin, wo du hergekommen bist. Oder hast Fuß auf dem Riegerhof. Ich geh. Fertig, Gott. Und da steh ich und sag ihr das. Du bist mir vorhin noch nicht zahlt, dass ich die bei den Ohrwaschen nimm, gell? Das war der ohne Schönere. Ja, gut, moin. Ja. Bist du jetzt schon so weit, dass du auf meine Fragen klare Antworten geben kannst? Ich weiß gar nichts. Ich habe eine totale Gehirnmatrassenverwicklung. Ja. Dir werde ich schon helfen, dir, mein Lieber. Ja, wie noch gerade ein Mensch so saufen kann. Das sage ich auch immer, ja. Aber weißt du, der Alkohol ist der Feind der Menschheit. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass er richtig vernichtet wird. Ja? Lass doch deine blöden Witze, deine blöden. Mei, wie du gerade ausschaust. Ja, genau. Ganz versuffen. Geh auf. Was glaubst denn du, wenn jetzt der Toni und unsere Schwiegertochter kommt, was die sagen, wenn sie dich in diesem Zustand sehen? Um Gottes Willen, bei mir dämmert's. Wegen denen zwei bin ich ja in den Start nicht gefahren. Ja, freilich. Ja. Ich hab dir eine extra Listen mitgegeben, ne? Listen. Was du jetzt bringen musst. Der Listen, wo hab ich denn die Listen? Ja. Was hab ich denn mitgebracht? Ein schöner Rausch. Geht dir was schön. Aha, ich möchte bloß wissen, was du so lange in der Stadt drin hast, dass du so spät und ohne Sachen heimgekommen bist. Frau Mit, ich weiß es nicht. Ich habe einen Brunner getroffen, der war auf einer Sitzung in der Stadt. Wie lang? Wie lange er gesessen ist, weiß ich nicht. Ah, der Brunner. Ja. Dein Freund und Saufkumpan. Na, wunder bin nichts mehr. Na, ja. Übrigens, der war schon zweimal da. Der Brunner? Ja, der muss ganz dringend mit dir reden, hat er gesagt. Ja, hoffentlich kommt er bald wieder, dass er mir mal erzählen kann, was alles los war. Und dann werde ich dir alles wahrheitsgetreu berichten, gell, Weibelein? Ja, wahrheitsgetreu. Ja. Aber diesmal kommst du mir nicht so billig weg. Ja. Es ist ja nur dein Glück, dass jetzt unsere ausländische Schwiegertochter kommt. Mhm. Und die sollte ich nicht gleich ohne Kopf kennenlernen. Und, um Gottes Willen, da wäre ich ja noch kleiner. Ich hab sowieso so einen Schädel auf, der tut er so weh. Ja, kein Wunder. Was? Bei dem alkoholischen Explosivstoff, den du in dich reingesoffen hast. Ja. Weißt du was? Was? Ich mach dir jetzt einen extra starken Kaffee. Das ist eine gute Idee. Ich mach mir einen extra starken Hering dazu. Und wenn ich alles weiß, dann werde ich dir alles sagen. Das wird ganz harmlos wird es sein. Ne? Aber das eine sage ich dir. Was denn? Wenn ich da auf was draufkomme. Ja.
Aber nachher kracht's. Na, kracht's, ja. Ich weiß schon, ja. Ich kenn dich doch. Um Gottes Willen hab ich einen Rausch gehabt. Dass ich in die Stadt nicht gefahren bin, weiß ich. Dass ich den Brunner getroffen hab, weiß ich. Dass wir in ein paar Wirtschaften waren, das weiß ich. Dann waren wir noch in einem Nachtlokal zum Roten Kater. Und dann verlässt mich mein Gedächtnis. Wenn du dieses Rindvieh vom Brunner kommen tät, dass ich weiß, was alles passiert ist. Ja, herein. Ach, es ist zum Verzweifeln. Alles bist allein? Siehst du ja. Dann dreh dich ein. Ja. Alles. Was? Ich sitz in der Tinten. Na, du stehst an meinem Tierstock. Schau, dass du herkommst. Hast du Kopfweh? Nein, ich habe eine Nierenbeckenentzündung. Alles. Du musst mir mit einem Alibi aushelfen. Wann muss ich? Meine Alte glaubt mir die Ausrede nicht, die ich aufgetischt hab. Sie hat gesagt, das kann ja ein Bahnwärter seiner kranken Gase erzählen, aber nicht ihr. Ist die schon wieder krank? Meinst du meine Alte? Nein, die Gas von so, Bahnwärter. Ja, das weiß ich. Jedenfalls hat gesagt, sie möchte wissen, warum und wieso wir erst in der Früh und noch dazu besoffen heimgekommen sind. Das musst du wissen, du warst in der Stadt, du warst auf einer Sitzung, ja, nicht? Ja, schon, aber meine Alte glaubt mir's nicht, dass die Sitzung von 9 Uhr Vormittag bis um 4 Uhr in der Früh gedauert hat. So. Sie hat gesagt, sie will unbedingt wissen, wo und mit wem ich war, sonst lasst sie mich nicht schlafen. Ja, tröst ich mich jetzt auch nicht anders. Ich rede keinen Schmarrn. Du hast ja schlafen können. Und wenn man ausgeschlafen ist, sieht man die Sache viel klarer. Na, klarer? Was glaubst du, wird mir alles benebelt? Das ist ich überhaupt nicht gar. Ich möchte wissen. Hey! Ich kann gar nichts dafür, der Riege ist an allem schuld. Der Riege ist an allem schuld. Du hast wieder alles auf mich geschoben, hat du Bazi. Du bist ja schuld. Also, wieso ich? Wer hat denn in der Bar zum Roten Kader mit der Lilli abhandelt, ich oder du? Lilli? Wer ist denn das? Der steht doch nicht so dumm. Einen Tanz nach dem anderen hast du mit dir tanzt. Jetzt redest du einen Schmarrn, ich kann überhaupt nicht tanzen. Die Leute haben schon gespannt, aber du nicht. Und mit Heimgenommen hast du das auch? Mit Heimgenommen? Ja, ich weiß, dass wir fort waren und in dem Lokal waren, zur Roten Katze. Ja, Kader. Zum Roten Kader. Ja, aber sie war eine Katze, das weiß ich noch. Aber mit Heimgenommen, ich bin doch kein Selbstmörder, oder? Ja, das hab ich auch gemeint, aber in deinem Rausch hast du ein Taxi bestellt, hast du ein paar Flaschen Wein und die Lilli eingeladen, ja, und daher ist gegangen. Was? Ich weiß das bestimmt. Ganz bestimmt. Und ganz verliebt hast du mit ihr. Ja. Wie ein Bock im Mai. Hä? Daher der Name Maibock. Und Liebe und Treue hast du geschworen. So. Und bei diesen Geschwüren, da hat sie dich dann Papschi-Burli genannt. Papschi-Burli? Muss ich einen Rausch gehabt haben? Und ich hab's mitgenommen, sagst du? Ja, nicht gleich. Erst wolltest du noch eine Mondscheinparty machen. Ja. Aber sie war gescheiter. Sie hat zu dem Chauffeur gesagt, er soll uns zwei heimfahren. Hast du gesagt, da fährst du nur dann heim, wenn sie mitfahren. Und dann ist sie mitgefahren. Ja, und wo ist jetzt die Lilli, oder wie das drum heißt? Musst doch du besser wissen. Vielleicht ist vor lauter Gram, weil es dich genommen hat und nicht mich, heimgefahren. Ach, ich kann nicht, Mann. Also da ist nicht heimgefahren, ist vielleicht, also ist ja alles in Ordnung, oder? Ja, ja, vielleicht ist heimgefahren, aber schau mal, was alles mitgenommen hat. Schau mal nach deiner Brieftasche und nach deinem Geld. Nein, für eine solche habe ich die nicht angeschaut. Bei den Weibern musst du wach gehen. Ja. Die Tannis könnten nicht bis 5 sein. Na, rings von 6. Ja. Ja, gut, dann schau mal, meinen Sonntagsanzug, den habe ich angehabt. Ich komm gleich wieder, gell? Ich bin gleich wieder da. Warte mal. Ich bin noch jetzt tut er recht scheinheilig. Und gestern war er nichts unterbremsen. Aber die Lilli, aber das war ein sauber so weit. Die war mir ohne gewandt, lieber wie meine Alte im schönsten Kostüm. Ja, da ist er ja. Der schlaft ja schon wieder. Mir scheint, der hat eine Schlafkrankheit. Der ist ja von einer Zäzefliege gestochen worden. Ja.
Nicht. Hör auf, du rote Katz. Lilli. Butzi. Schnuckeweibe. Wenn ich da einmal alte, denk den Dragonen. Mein Lilli, du bist so süß. Gerade hat's mir von dir geträumt, mein Zuckerschnabel. Du wirst gleich austräumt haben. Du sag mal, da hört sich doch alles ab. Finde ich nicht irgendwas, was ich auf deinem verlogenen Schädel naufhauen kann? Nicht hauen, mir glänzen vom letzten Mal. Außerdem kann ich gar nichts dafür, der Riegel ist an allem schuld. Und Eichlaut, der hat alles Zeug, der Riegel. Du sag doch mal, wie kommst du gut dazu, dass du meinen Gatten zum Saufen verführst? Was hab ich? Wo du ganz genau weißt, dass er von mir striktes Alkoholverbot hat. Der hat nicht strikt, der hat gesoffen. Das ist alles ein Zufall, gell? Das ist nach dem alten Sprichwort, was du nicht willst, was man dir willst, das willst du auch keinem anderen willst, ne? Oder da wo nichts ist, da hat dir der Staat alles genommen, ne? Oder reden ist Silber, schweigen ist verdächtig, ich weiß nichts mehr. Ja, was war jetzt das? Was redet denn der für einen Maibab zusammen? Der ist ja genau noch so besoffen. So sind's die Mannsbilder. Mein Gott, nein. Vergift gehören sie alle miteinander wie Tratzen. Sag einmal, was ist denn da los? Ja, du bist das aufgeregt. Grüß dich. Ja, warum bist du denn so aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt. Furchtbar. Du gestattest aber schon, dass ich mich ein bisschen hinsitze. Freilich. Ich sag dir was, meine Füße tragen mich nicht mehr vor lauter Ärger. Okay, was hast du denn? Eine Wut habe ich. Gut. Eine Mordswut. Okay. Auf die Mannsbilder. Ohren kannst nehmen und die anderen alle der Schrank damit. Ja, ja. Also, es wäre eine Wohltat für uns Frauen, das sage ich dir. Ja. Das darfst du mir glauben. Weißt du was? Ich bring dir jetzt ein Schnapserl und dann wirst du dich gleich wieder beruhigen, gell? Okay? Ja. Sei so gut. Also, ja. Ein Schnapserl beruhigt mich meistens, gell? Ja, Frau. Ja. Jetzt da ist er her. Ja. Prost geht's er. Ja, danke. Bitteschön. Ich bin schon ein bisschen ruhiger. Ja, da ist recht. Und jetzt sagst du mir, warum du gar so giftig bist. Also du, über was kann sich ein Frauenzimmer schon giften? Natürlich nur über die Mannsbilder. So ist es. Also es muss unserem Herrgott sein rabenschwarzer Tag gewesen sein, wie er dieses Ungeziefer erschaffen hat. War da deine auch in der Stadt? Ja, freilich. Der war ja mit deinem Mann benannt. Die haben sich doch ganz zufällig getroffen. Na ja, gut, dann haben sie halt ein bisschen einen über den Durst getrunken, nicht? Ein bisschen? Ja. Jetzt hörst du aber auf. Der meine ist ja noch nicht nüchtern. Du weißt, was er zu mir gesagt was? Hat? Lilli, Putzi, Schnucke, Weibe. Hat er zu mir gesagt? Dir. Und das Schönste ist, ich heiß gar nicht Lilli. Ich sag dir was. Unsere zwei Mannsbilder, die haben so ein Weiberleid in der Stadt, das er so heißt. Aber weh, wenn ich meinem dahinter komme. Wehe ihm. Ja, glaubst du das wirklich? He? Du, also ich glaub, der meinige ist auch nicht ganz hasenrein. Irgendwas stimmt doch nicht. Da hast du vollkommen recht. Also ich hab mich zuerst mit deinem Alten unterhalten. Aha. Du, der hat ja einen Schmarrn dahergekriegt. Ja. Ich kann das gar nicht sagen. Und dann ist er wie mein Alter, dieser Feigling, auf und davon. Ja, gestattest schon, dass wir noch mal einen. Ja, ja. Jetzt brauche ich jetzt zur Beruhigung. Ja, weil ich trinke noch einen. Ja, noch mal, darf ich schon noch mal einen. Aber jetzt passt da auf, nicht, dass das so geht wie dein Alten, gell? Warum? Haben wir nicht das gleiche Recht, als wir die Affen vom Mannsbilder haben? Sind wir Frauen wirklich nur dazu auf der Welt, dass wir den Herrn der Schöpfung einen Trottel machen? Ja. Nein, also wirklich nicht. Nein, und drum sage ich dir, Zilli, diese frauliche Unterwürfigkeit von uns nützt bei dieser Rasse überhaupt nichts. Du, also, ich mag einfach nicht mehr, wenn ich dir sage, ich möchte bloß wissen, was unsere Mannsbilder sagen dann, wenn wir im Monat zwei oder dreimal in den Staat reinfahren ja.
uns irgend so ein süßes Schnuckiputzi anlacherten? Ja, und dann mit einem Mordsrausch in der Früh erst heimkommen. Da war vielleicht was los, oder? Gestattest du schon, dass wir noch mal einen Das hat mir jetzt geschmeckt. Das habe ich gebraucht. Ja. Jetzt bin ich in der richtigen Stimmung. Ja, nein, ist gut. Jetzt suche ich meinen Alten. Aha. Mein Blut schreit nach Rache. Hoffentlich macht es nichts Unüberlegtes. Aber recht hat schon. Es ist ein Kreuz mit den Mannsbrüdern. Ja. Ist schon fort. Ja. Aber dafür bin ich da. Ja, leider. Was? Leider geht's mir noch nicht besonders gut. Ich hab immer noch einen Drang nach oben. So, also, weißt du jetzt schon was? Ja. Was ihr drin habt in der Stadt drin? Ja, ich weiß jetzt über alles Bescheid. Der Brunner hat mich aufgeklärt. Wir sind drin mit einem alten Männerherrentisch an einem Stammtisch gesessen und dann haben wir uns unterhalten über die Politik bis in der Früh um 4. Was? Ja. Über die Politik? Ja. Ja, und über was da so, wenn ich fragen darf? Über die Fleischpflanzenpreise. Ach so. Fleischpreise. Ne? Aha. Ja. Naja. Hoffentlich waren sie euch nicht zu teuer. Nein, es ist gegangen. Ja, wir waren zufrieden im Preis. Was das? Solche Viechi von der Sorte? Ja. Für die Lilliputzi-Weibe-Menschal. Die haben nämlich mitunter ganz schöne Preise. Ja. Woher dabei nichts unternehmen? Ja. Bis die Afra und ich nichts Näheres drüber wissen. Mhm. Aber an alles. Ja. Dann geht ein Donnerwetter nieder, dass da mindestens 14 Tage lang die Urwaschen sausen. Lilli. Ich hab keine Ahnung, wer die Lilli ist. Ich hab sie überhaupt noch nicht gesehen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern an die Lilli. Da war eine. Sind Sie vielleicht die Lilli? Ja, natürlich, Papschi-Burli. Oh, oh, na, Papschi-Burli, wie geht's? Hast du den ersten freudigen Schrecken über mein Dasein schon überwunden? Ach, komm. Komm, jetzt trink doch nicht so viel. Und sag mir lieber, wie es dir geht. Wie es mir geht? Bedeutend schlechter. Oh, armer Papschi-Burli. Hör auf mit dem blöden Papschi-Burli. Sag mir lieber, wie du da herkommst. Ha? Das wollte ich gerade dich fragen. Was? Ja, du und dein Freund, ihr habt mich gestern so zum Trinken genötigt, dass ich selber nicht weiß. Um Gottes Willen, dann hast du vielleicht in dem Schlafzimmer von meiner Schwiegertochter geschlafen. Ja, natürlich. Oh Gott. Wahrscheinlich hast du mich da hineingeschickt. Ich? Aber komm. Was denn? Lass das jetzt und gib mir erst einmal einen guten Morgenkuss, ja? Bist du wahnsinnig geworden? Ich bin verheiratet. So? Wenn meine Frau da reinkommt, dann sind wir zwei gewesen. Warum? Warum? Ist sie denn nicht nett, deine Frau? Na, das schon nett, aber für solche Situationen hat sie überhaupt kein Verständnis. Oh. Ich kann Frauen mitbringen, was ich will, an jeder hat sie was auszusetzen. Also, tu mir bitte den Gefallen und fahr wieder heim, schnell, aber schnell. Hör mal, ich bin doch noch gar nicht angezogen. Ja. Außerdem hast du mir noch keinen guten Morgenkuss gegeben. Hm? Muss das sein? Ja. Also komm. Und jetzt geh mal. Ach, du bist aber heute gar nicht nett zu mir. Was? Gestern Abend warst du viel zärtlicher. Ja, gestern, aber heute ist heute. Du? Ja. Weißt du noch, wie du mich immer aufs Ohr küssen wolltest? Nein, ich weiß überhaupt nichts, um Gottes Willen, Anna. Komm, zieh dich an und verkennst ihn und er stirbt vielleicht bei mir. Komm, hör ab. Ja, mal, du bist aber ein Brummbär. Was bin ich? Also gut, ich geh mich anziehen. Vorher kriege ich aber noch einen klitzekleinen Kuss, ja? Sonst halte ich es vor Sehnsucht nach dir einfach nicht aus. Ist wahr? Ja. Also. So, jetzt geh mich anziehen. Ja. Bis gleich. Ja. Mein Gott, ist das eine süße Katze. Und was die für einen Drang auf mich hat. Sag mal, Katze, bitte. Oh, das war hessische Eisenbahn. Und gar nicht. Alter!
Ja. Hab ich einen extra starken Kaffee gemacht. Das ist nett von dir, Weibel. Ja. Und Gurschel, die sollte dann einen Rollmops bringen. Nein, nein, ich mag keinen Rollen, ich mag keinen Mops, ich mag überhaupt nicht. Ich bin mir ist der Appetit vergangen, Weibel. Ja, ja. Aber dann trinkst du wenigstens einen Kaffee. Einen Kaffee, ja. Junge, weiter, was stehst du denn da so da? Was machst du so Faxen? Ich mach überhaupt keine Faxen. Ich okay, wie ein kleiner Bub, der die Hosen voll hat. Alles leer, alles leer, ja. Ja, gut, ja. Hoffentlich kommt's nicht raus. Ja? Oh, hoffentlich kommt nicht raus, was? Ja. Ach so, auch die Magenverstimmung, die wird bald verschwunden sein. Ja, ja, hoffentlich bald verschwunden. Ja, ja. Du sag einmal, ja. Was denn? Wo der Martel so lang bleibt. Der Martel? Mit unserer Schwiegertochter. Ja, wo bleibt denn der so lang? Du musst überhaupt mit dem Martel mal reden. Ja. Der lässt nicht locker wegen seiner Filmgrädel. Ist wahr? Ja, du musst ihm bei der letzten Gelegenheit einmal richtig die Meinung sagen. Ja, sag ich. Ja. Das weißt schon, von dir hat er doch Respekt. Ja, aber nicht mehr lang. Wie eins, Lili. Wieso singt der deutsche Ausländer das Lied Lili, Marlene? Ja, frag's doch, da steht's doch. Was singst du für blöde Lieder, sag mal, ha? Nein, brauchst du doch gar nicht so anschreien. Jawohl. Außerdem ist mir das in meiner Spontanität gerade eingefallen. Ha? Und dann brauchst du mich wirklich nicht so niederschmettern, weil sonst geh ich nämlich zu der Gewerkschaft. Na, geh doch. Red nicht so viel, sag, dass du rauskommst, nimm die Tassen mit. Das ist vielleicht dein Hof. Also eins weiß ich nicht. Was denn? Alt wär ich auf diesem Hof nicht. Man darf dich aber schicken. Wer liegt vor der Laterne steht? Ich komm nicht bis zur Laterne, weil ich dir vorher einen Krumm umdrehe. So. Was? Und jetzt werde ich die Blumen der Bessie ins Zimmer stellen, gell? Nein, du kannst nicht rein, So Blumen stellt man da nicht rein, auf so ein Zimmer, wenn ein Besuch von Amerika kommt, das bringt Unglück. Okay, das ist doch so der Brauch. Aber nicht, vielleicht bei uns, aber nicht da drüben überhaupt nicht. Wirklich? Da meinst du das gar nicht. Da muss man direkt aufpassen, dass man nichts falsch macht. Ja, genau. Ja, wieso weißt du das so genau? Ne, von meiner Jugend her weiß ich das. Ich bin einmal in die Schule gegangen, ne? Und dann weißt du den Unterschied zwischen kostenlos und umsonst? Nein. Ich bin kostenlos in die Schule gegangen und du umsonst. Ach so. Was weißt du mit der Mit dir ist irgendwas. Mit mir ist gar nichts. Du bist so nervös. Ich bin überhaupt nicht nervös. Ich bin überhaupt nicht. Was denn? Das ist der gestrige Abend. Wird schuldig ja, sein. Ja, genau. Der gestrige Abend. Der gestrige Abend. Was ist denn da los? Sag mal. Jetzt bin ich da. Ja, das schenken wir. Ah, der Herr Bauer. Hä? Guten Morgen. Moin. Sind wir auch schon auf? Was? Haben wir gut geschlafen? Ich rede keine Blödsinn, ich war in der Stadt. Ich habe mich etwas verspätet, hab mich verkühlt und bin länger liegen geblieben. Ne? Das habe ich schon gehört, ja. Man möchte gar nicht glauben, wie schnell man sich eine Erkältung holt. Ja. Ja. Wenn es hier einen Rausch, eine Erkältung nennt, dann meine ich, hast du auch einen Katar bei Not. Ja. Aber dafür kann ich vermelden, der Wein ist allererste Sahne. Entschuldigung. Ja, man merkt's. Ich kann es nicht mit aufs Feld hinausgehen. Nimmst den Martel mit, gell, und geht's raus. Mit Martel kann ich auch nicht reden. Warum denn? Den habe ich gerade getroffen. Wo denn? Am Bahnhof. Was? Ja, am Bahnhof, der wartet auf den amerikanischen Mist. Was für Mist? Mist, also, Mist. Ja. Ja, die ist aber nicht gekommen. Nicht gekommen? Jetzt warte auf den nächsten. Der spinnt denn, der weiß, wann der nächste zukommt. Das ist ja wurscht. Also fang allein dabei an, geht's hier. Ja. Lass dich aufhalten. Ja, ich geh schon. Geh doch. Oh. Was? Den sei Kader miau ordentlich. Jetzt schleich dich halt einmal. Miau. Ich hab ein Blätter, ha? Ach, sowas. Deine Frechheit, sowas, gell? Und was ist denn mit dir? Was stehst denn du da rum? Wenn die Schwiegertochter verspätet kommt, wir haben vielleicht nichts daheim. Eier, Butter, Mehl und Schmalz, gerade der Hals in der Pfalz und so. Jetzt lüg, ich was einkaufen, komm, mach halt was. Aber nein, was ist denn da für ein Schmarrn, der Herr? Nicht überhaupt kein Schmarrn. Mir passt dieser Ton nicht. Nein. Merkt ihr das? Was denn? Und überhaupt? Wenn man bis zu den Ohrenwaschel im Dreck drin ist, dann redet man nicht mehr. Ja gut, ich weiß schon, da hält man sich bei. Ja, gut. Ich weiß schon recht, Weibelein. Ich muss sagen, dass ich die Lilien ausbringe. Hallo. Ja. Sag mal, spielst du denn was,
Was erschreckst du mich denn so? Ich wollte nicht erschrecken, ich wollte bloß fragen, ob die Luft rein ist. Nein, die Luft ist noch furchtbar dick. Na warte, bis dünn ist. Was? Alles hast nicht ein Bett, ich muss mich unbedingt hinlegen. Ein Bett? Ich meine, mein Haus ist doch kein Hotel. Außerdem habe ich schon einen ungebetenen Schlafgast. Und oh, das kannst du machen, du kannst das erledigen für mich. Pass auf, die ist noch da. Ja, wer ist noch da? Na ja, die rote Katze, die, ich meine, die Lilli. Ne? Die ist noch da, Frau Gottes. Ja. Wo ist denn? Im Schlafzimmer von der Schwiegertochter. Die Schwiegertochter, die kommt ja auch. Nee, hat der Alte die Lilli schon gesehen? Ich bin doch nicht, so darf ich doch nicht mehr leben, oder? Ja, na, geh wieder. Ja, ich geh wieder. Ich will bei deiner Hinrichtung nicht unbedingt dabei sein. Du bleibst da. Bist du mein Freund oder nicht, ha? Na, dein Freund schon, aber nicht dein Depp. Was? Mir glaubt das schon, was mir meine Alte verzeihen wird. Ja, wenn du mir nicht hilfst, helfe ich dir auch nicht, dass du es weißt. Du bist nämlich mit 50% beteiligt. Und wie ich deine Alte kenne... Hör auf, mir läuft es jetzt schon ganz kalt über den Buckel. Also gut. Also, verlang von mir, was du willst. Also, pass auf. Du musst schauen, dass du diese Lilli aus dem Haus bringst. Ne? Ich gehe jetzt in die Küche und halte die Alte auf, damit sie dazwischen funkt. Ne? Ja. Und du schaust, dass du das rausbringst. Da war es nicht besser, wenn ich die Alte aufhalte. Nein, ist nicht besser. Meine Alte darf doch nicht mit der Lilli gar nicht sehen. Und mir wäre es auch lieber, wenn mich die Lilli auch nicht mehr sieht. Sagst du einfach, ich bin verreist und hab die Cholera gekriegt und dann bin ich gestorben. Ne? Irgend so. Schau, dass du das rausbringst, dann sind wir's los. Ja, schon. Ja. Aber wenn es jetzt dann... Lass noch mehr Ruhe. Der hat die Ruhe weg. Nimmt sich ein Puppel mit heim und ich kann schauen, wie ich es rausbringe. Also gehen wir so. Hoffentlich geht das gut raus. Ich komm schon. Oh, jetzt kommt es noch am Gott. Ich weiß nicht mehr, wenn es drin bleibt. Bin schon da, Papschi-Burli. Hier ist nicht das Papschi-Burli, hier ist das Brunner-Bubel. Oh. Ja. Da schau her. Der zweite glühende Verehrer von gestern Abend. Aber heut glüht überhaupt nichts mehr. Ich bin total abgekühlt. Ja? Das höre ich aber gar nicht gern. Wo Sie doch gestern Haus und Hof verkaufen wollten, um mit mir auf einer Insel ein neues Leben zu beginnen. Was? Haus und Hof und eine Insel wollte ich verkaufen? Mhm. Gott, das Einzige, was ich verkaufen darf, das war meine Alte. Aber die nimmt mir niemand ab, nicht einmal als Geschenkter. Mhm. Warten wir bis Weihnachten, da kaufen sie alles. Ja. Sie haben also auch eine Frau? Ja, natürlich. Achso, und wer noch? Na, Ihr Freund, mein Papschi-Burli. Gestern im Roten Kater wart ihr aber beide nicht verheiratet. Ja, gestern. Wir haben heute Nacht geheiratet. Also, wenn wir gerade von meinem Freund reden, ja. Ich soll viele liebe Grüße ausrichten und er ist gestorben. Bitte? Ja, und darüber hat er sich so aufgeregt, dass er die Cholera gekriegt hat. Und die hat er dann eingepackt, die Cholera, und dann ist er verreist. Oder so ähnlich. Jetzt, wenn Sie auch einpackten und verreiseten, vielleicht treffen Sie ihn in Cholera oder so ähnlich. Also, wenn ich recht verstehe, wollte mich loshaben. Ja, Sie haben aber Gutes gehört. Wenn Sie weiterhin so gut hören, ist uns alle drei geholfen. Wieso drei? Ja, eins, zwei, drei. Ich meine, ein Papschi-Burli, ein Brunner-Bubel und Ihnen. Warum denn mir? Ja, weil unsere Weiber sind keine Weiber, sondern zwei Beißzangen. Jetzt reißen uns alle drei in der Luft. Ihr habt mich eingeladen und da bin ich und da bleibe ich auch. Wirklich? Ja. Es ist überhaupt eine große Gemeinheit, einem jungen Mädchen goldene Berge zu versprechen und sie dann einfach sitzen zu lassen. Ja, dann steh halt auf. Ach! Ich bin ja so ein unglückliches Mädchen. Jetzt weint's noch. Wo hat er denn die Gläser? Was denn für Gläser? Die Weingläser. Der kann was erleben. Wenn es angenehm oder mir nicht braucht, aber jetzt, Fräulein, ich kann ja Ihren Schmerz verstehen. Ach, du bist so gut zu mir, ja, Brunner-Burbal. Ja, schon, okay. Aber trotzdem wäre es besser, wenn es daheim fahren ist. So. Ja, wir besuchen dich dann im Heim. Oh. Also, einmal der Rieger und dann ich der Tiger. Oh. Ja, und eines schönen Tages wirst du uns dann vergessen. Niemals, Brunner-Burbal. Los. Sei wenigstens du ein Mann, ja? Ja. Und nimm mich mit zu dir nach Hause. Ja. Zu mir? Oh Gott. Schau einem Sterbenden noch einmal ins Antlitz. Du machst aber tödliche Witze. Du bist noch viel zu jung zum Sterben. Ach, was liegt mir am Leben, wenn ich dich nicht besitzen kann? Wirklich? Komm. Komm, du mein einziger wahrer Freund. Mhm. Komm. Ja, du hast nicht ein Kissel, da schaut der Knochen raus, das ist so hart. Nicht schaukeln, da schlafe ich ein. Ach, das macht doch nichts.
bei mir darfst du schlafen, du mein süßer Schneck, du. Ja. Hm. Jetzt schaut dir mal meinen Alten um. Daheim, da tut es mir, wenn er nicht bis 5 sein kann. Und da spielt er den feurigen Liebhaber. Ja, ja. Und sein bester Freund, der gibt ihm noch die Gelegenheit dazu für seine Liebestätretächen. Na, aber Warzen. Warzen, Rache ist süß. Silly! Ja, was ist denn los, Frau? Ha? Ja, wo brennt's denn, ha? Bei dir wird's jetzt gleich brennen. Bei mir? Ja, wenn er deine Frau an Schädel voll haut, du. Oh, warum denn? Zilli, ja, du tust mir so leid. So unsagbar leid. Ja. Du tust mir so leid. So. Mein Beileid. Ja. Mein Beileid. Oh, sag mal, sei gefasst. Ja. Und trag es mit Würde. Ja, sie war immer schon eine Würdenträgerin. Ja, Sir. Sag mal, warum bist du denn so aufgeregt? Ja. Ich bin aufgeregt und du wirst das auch gleich sehen. Warum denn? So, wenn du siehst, was deine Männer für einen lockeren Vogel aus der Stadt mitgebracht haben. Was? Genau, nein, dann wirst du es sehen. Um Gottes. Aber ich kann leider nicht dabei sein. Ich muss nur einen Alten noch. Dieser Hammi, der wird liquidiert. Gott, ich bin der Brunner, der hat mich verraten, dieses Riefi, dieses Blöde. Was sagt die Frau? Ich weiß nicht, was der aufgesagt hat. Ihr hättet in der Stadt drin einen lockeren Vogel eingefangen. Nein, wir waren gar nicht. Und der war in dem Zimmer drin. Also, da werde ich jetzt gleich einmal nachschauen. Oh, ich brauche einen Hubschrauber. Ha, 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 ha. Ist das schön, ja, so was, schöne Freude. Ja, das ist ja, Frau, wer ist denn das? Du weißt doch sonst immer alles, wenn es sein könnte. Ja, das wird doch nicht am Ende. Nicht am Ende, am Anfang schon, immer schon. Schwiegertochter! Ja, Schwiegertochter! Lass dich umarmen! Lass dich umarmen! Mein Gott! Stell dir vor, du hast jetzt deine amerikanische Schwiegertochter, die Bessie. Ja. Wir wollten gerade heimfahren, der Brunner und ich. Da haben wir einen Madel stehen am Bahnhof mit Koffer. Fragt sie mich, wo geht's zum Riegerhof? Habe ich sofort gemerkt an ihrer Aussprache, das kann nur meine amerikanische Schwiegertochter sein, die Bessie, gell, Bessie? Ja. Da hast du natürlich gleich als alter Kavalier, unsere Schwiegertochter die Stadt gezeigt. Natürlich. Ja. Zum Brunner habe ich gesagt, wir fahren ein paar Züge später heimwärts. Ja. Wir wollen meiner Schwiegertochter noch das Städtchen zeigen, gell? Hey, Bessie. Oh, yes, very well. Was meinst du? Du sollst in die weite Welt hinausfahren. Ach so. Ja. Mein Gott, du Arme, da wärst du bloß die Wirtshäuser zum Sehen gekriegt haben. Ja, ja, mal schau, die Museen waren ja schon alle zu, gell? Das Deutsche Museum und nur das Biermuseum hat noch aufgehabt. Ah. Da sagen wir, nein, ich muss mich doch mit dir ein bisschen unterhalten, Sie kennenlernen, ja. Gell, Bessie? Oh, yes, ja. Es war wonderful. Ja, wir waren richtig voll. Ja. Ja, gell. Mein Gott, nein, jetzt lass dich noch gerade mal anschauen. Ja. Fesch bist du, richtig fesch. Ja. Und die Figur, die hab ich auch mal gehabt, wie ich so jung war wie du. Ja. Nee, man treibt dich nicht, Alte, du hast damals schon 20 Kilo zu viel gehabt. Ja, ich hab dich doch gestartet. Ja, ja. Dann starb er mich so zum Narren halten. Ja, und da war unsere Schwiegertochter im Haus und da sagst du mir kein Wort davon. Ja, meine Freude, wie gefällt dir denn der Schwiegervater? Ja, wie gefällt ihm denn? Oh, er sei in eine große Schwere nöte. Ja, das ja, ist süßer. Aber ich bin trotzdem sehr entzückt von ihm. Ja, der Zuck, der ist ja der Zuckerfabrik daheim.
ja. Ich muss geben ihm eine Kuss, ja? Ja, das mag's, ja. Oh, Mädchen, wie die an ihren Schwiegerpapa hängt, gell? Der gibt der Schwiegermama auch Busse, die hat schon ein paar Jahre nichts mehr gekriegt, gell? Ja, ja. Ich will geben Mami auch eine Kuss. Ja, danach gibt's sowieso nur noch Watschen. Nur. Gott, wir reden und wir reden. Ja. Und dabei hast du noch gar nicht gefrühstückt, gell? So ist es, ja. Also komm, jetzt sitzt dir mal her. Bitte, bitte, ja, ja. So, ich mach jetzt ein Frühstück, ja, Jessi. Frühstück. Und dann sitzen wir uns zusammen und dann erzählst mir alles, ja, wie es euch kennengelernt hat. So ist es, und überhaupt alles, gell, was so unsere zwei Familien, ja, betrifft. Ja. Gell, ja. Oh, ja. Ja. Oh ja, ich werde sehr glücklich sein, alles zu erzählen. Ja, das magst du. Aber ich gehe mich machen ein wenig zurecht. Ja, 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 mach dich ein bisschen zurecht. Und ich mache mir mein Frühstück zurecht. Ja. Oh ja. Ich bin sehr glücklich zu haben, eine so liebe Mami, ja, und eine so süße Popo. Hoffentlich kommt jetzt unser Toni bald. Ja. Dann fehlt mir nichts mehr zu meinem Glück. Mir auch nicht. Den Strick habe ich schon hergerichtet. Ich werde aber gleich einen Kaffee herrichten. Kaffee? Ja. Bist du wahnsinnig? Die trinken doch keinen Kaffee. Die trinken nur Tee. Das zum Kramen überholst du vom Tee. Ja. Durch den Tee kochen, gell? Ja. So zwei, drei Stunden lassen ziehen, bis er ausgezogen ist. Ne? Und, dann, ja, und dann kommst du wieder, so zwei, drei Stunden, gell? Ja. Lass dich wieder sehen dann. Gell? Oh, mein Alter. Was denn? Ich meine, unsere saubere Schwiegertochter hat dir ein bisschen blem-blem gemacht. Ja, ja, ist ja so. Ja, blem-blem, ich stirb bald von lauter Angst. Ja, hallo. Lili, hallo. Ja, willkommen. Komm raus, bitte. Was ist all, Papschi-Bulli? Ich tu mir einen Gefallen und fahr sofort nach Hause. Was? Die Luft ist rein, jetzt verschwindet. Was? Du schickst mich vor? Ja. Deine soeben ernannte Schwiegertochter? Ach, hör auf mit den Blödsinn. Du seien aber keine gute Schwiegerpapa. Na bitte, du, mein Freund, bitte tu mir zuliebe den Gefallen und verschwinde das Ding. Ich hol nur schnell meinen Koffer. Ja. Was ein Koffer, die will vielleicht Urlaub machen bei mir. Ja. So, jetzt ist es. Schade, ich wäre sehr gerne noch da geblieben. Warum denn? Aber deine Frau ist so entzückend. Und du bist mit ihr nicht verheiratet. Also komm, jetzt geh weiter, geh mal, komm. Schade. Auf geht's, los, geht's mir. Ah! Was ist? Alles zurück, was ist denn? Alles zurück, komm schon. Jetzt kommt der Bruder her, ist ja nicht zu fassen. Ja, mein Bube! Papa! Ja, grüß dich, Gott, mein Bube! So ungelegen, wie du kommst, also weil ich so Freude wie ich habe. Mein Papa, ja, haben uns mir schon lange nicht mehr gesehen. So ist es. Ich hab's direkt nicht mehr ausgehalten von lauter Handy. Ja, hast die fünf Minuten auch noch warten können. Ja. Du, sag mal, was willst du mit dem Koffer? Der Koffer? Möchtest du verreisen? Wem gehört denn der Koffer? Ah ja, der gehört doch nicht, der Koffer. So, den brauchen wir nicht mehr. So ist es. Papa, wo ist denn die Mama? Was für Mama? Achso, deine Mama. Ja. Deine Mama, ja, die hätte... Wieso bist du eigentlich schon da? Du hättest ja viel später kommen wollen. Ja, da hast du recht, aber ich habe meine geschäftlichen Angelegenheiten viel schneller erledigen können, wie ich gemeint habe. Und deswegen bin ich ja da. Ja, leider. Was? Leider war die Mama nicht da, dich zu empfangen. Ja. Ah, ja. Ja, und wo ist die Mama? Ja, wo kann denn die sein? Ah, ja, in der Küche. In der Küche, ja. Da wär's gleich holen. Ja, Moment, die macht sich gerade einen Tee, die ist ein bisschen krank, ja. Was? Die Mama ist krank? Ja. Aber doch nichts Schlimmes. Nein, bis jetzt noch nicht. Aber es wird noch schlimmer werden. Da war es ja gleich gescheiter, wenn sie sich im Bett legt. Das ist eine gute Idee. Sagst du sie, sie soll sich drei, vier Wochen ins Bett legen, ja, gell? Und du passt auf und darfst ein bisschen vorlesen dabei, gell? Ich werde mein Bestes tun. Ja, mach das, ja. Grüß dich! Nein, du bist schon da, mein Vater, ist das eine Freude! Das ist eine Freude, gell? Sag mal, Mama, geht's dir schon besser? Ja, geht's dir schon besser? Wieso besser? Wieso besser? Ja, der Papa hat gerade gesagt, dass du dich nicht wohlfühlst. Der Papa hat. Was hab ich gesagt? Spinnst du? Nein, ich muss schon. Man eher, dass du dich nicht wohlfühlst. Ja, nein, ich bin ganz wohl. Ja, geh weiter. Jetzt komm, du sitzt nicht. Ja, danke schön. Gott, jetzt helft es mir ein bisschen auf. Ich bin jetzt ganz aufgeregt. Das ist eine Freude. Ja, sag mal, hast du eine gute Überfahrt gehabt? Ja, Mama, ich sag das. Die Überfahrt, die hätte dir aufgefallen. Ja. Ein herrlich schönes Wetter haben wir gehabt. So ist es, ja. Dafür wär's bei uns bald einschlagen, die Güter kommen. So, jetzt hast du einen Neffe, gell? Ja. Du auch, da jetzt schon. Ja, das ist ein Neffe. Du, habt ihr euch schon begrüßt? Ja, natürlich, zweimal, einmal so. Ja, komm mal. Nein,
Was? Ich meine, ob du deine Frau schon gesehen hast. Was, meine Frau? Ja. Natürlich hat er es gesehen. Der muss es gesehen, hat sie ja geheiratet. Ne? Ja. Wie er es kennengelernt hat, hat er es gesehen. Wie es beim Vater war, hat er es gesehen. Er sieht es immer wieder. Gell? Ja. Jetzt tut die Bund nicht aufhalten, der Blut. Hunger kommt der Egoist. Ich lass doch mir nicht nachsagen, dass mein Bruder nichts essen gekriegt hat. Ne? Na, Mama, Mama, lass gut sein. Ja. Der Papa meint ja bloß. Die Frau nicht meint es gut. Ja, was denn? Aber wo waren wir denn stehen geblieben? Bei der Bessie haben wir. Ja, freilich, bei der Bessie. Das ist gut, da kann nichts mehr reden. Kein Wort mehr. Kein Wort mehr reden, das muss ich bei der Alten auch probieren. Sag einmal, bist du nur ein Besuffer? Nein, ich bin nicht Besuffer. Aber jetzt reden wir wieder weiter von deiner Frau. Ja, gell? Genau. Ja, bist denn du von Gott verlassen? Verstehe ich überhaupt nicht. Der hat gestern von lauter Freude, dass ihr heute kommt. Doch. Ein bisschen einen über Durst. Ach, das sind die Nachwirkungen. Ein Freudenschwips. Ein ganz kleines. Ja. Aber jetzt reden wir wieder von deiner Bessie. Ja, 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 ja. Es ist nicht zu fassen. Ja. Aber deine Frau ist schon sehr reizend, ja, das ja, muss ich sagen. Ja, aber Mama, was? Du bist gut. Du kennst das ja gar nicht. Ja. Ich darf es nicht kennen. Vielleicht hat er recht. Was? Red doch was an Schmarrn, wo ich doch schon geredet hab mit ihr. Was du? Du hast schon geredet mit ihr? Ja, Freile, hat dir der Papa nicht gesagt, dass sie da ist bei uns? Kein Wort hat er gesagt. Kein Wort. Na? Ja, die ist jetzt. Ich war so aufregend, von der Aufregung habe ich nicht gesagt. Ja, ja deswegen, ja, ja. Die ist jetzt in einem Schlafzimmer drin. Ja, Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer. Was ist ein Schlafzimmer? Mein Puppe hat den Schlafzimmer. Ja, das heißt Schlafzimmer, weil sie jetzt schlaft und hat Schlafzimmer. Ja, ja. Ja, ja. Die tut sich gerade ein bisschen her. Ja, ja, so, ja. Also, ich muss schon sagen, eine ganz reizende Frau. Ja, hübsch. Hübsch. Groß. Groß. Und schlank. Wunderschöne blonde Haare. Ja, so schöne blonde Haare. Was sagst du? Blonde Haare? Ja. Meine Frau, die hat Haare. Ja. Meine Darling Boys seien schon hier. Ja, das ist seien sehr wonderful. Ja. Ist jetzt dieser Freund oder nicht? Ja, ja. Ja. Wer ist denn dieser? Ja. Der kennt seine eigene Frau. Meine Frau. Meine Frau, ja. Wenn der Papa sagt, das ist deine Frau, dann ist es deine Frau. Stimmt es? Jetzt glaube ich, bleibt mir der Verstand stehen. Es, ah, das ist es. Der Verstand ist am Stimmen. Genau. Der Klimawechsel ist schuld. Genau, der tut der braucht gut. Einen Umschlag. So ist mach es. Mach sofort an. Bulli, ja, ich mach das sofort einen Umschlag. Ja. Du kommst gleich wieder zu dir. Ja, ja, gib mir noch einen Kuss, meine ja, Dame. Was, ein Kuss? Und geküsst hast? Oh, diese Darling? Yes. Ich kenne sie nicht. Ja. Jetzt kann es sich nur noch um Sekunden handeln. Du kennst sie nicht? Und da hast du sie einfach geküsst, oh, du gemeiner Schuft, du Ehebrecher! Oh. Shocking, shocking! Aber Bessie, lass sie doch erklären, ich kenne es wirklich nicht. Lieber Gott, ich bin schon unterwegs, ich mache mich sofort auf die Schocke. Mein Sohn sein. An meiner Vaterbrust habe ich dich großgezogen. Hab dich studieren lassen und du dankst es mir, dass du deinen unschuldigen Vater an das frisch geschliffene mütterliche Messer lieferst. Ne? Du Papa,
Sag mal, wer kommst du denn überhaupt auf diese saudumme Idee, dass du dieses Weibsbild aus meiner Frau ausgibst? Ja, nein. Deine Mutter hat sie entdeckt und ich hab keine Ausrede bei der Hand gehabt. Ne? Prima. Was? Du sag mal, und was passiert jetzt mit meiner Frau, der Bessie? Ach so. Du, die hat der Martel postwendend zum Schwarzen Adler gefahren. Ich weiß es. Die hat sie da ein Zimmer genommen und eingesperrt. Ja. Die lasst mich nicht rein. Ich muss ihr doch den Sachverhalt erklären. Was? Du? Na, du bleibst da. Ja. Du spielst weiter den Ehemann von der Lilly. Ich gehe jetzt zu deiner Bessie runter und werde deine Unschuld erzählen. Ne? Vielleicht kann ich sie so weit bringen, dass sie bei dem ganzen Schlamassel mitspielt. Ne? Also gut, ich mach mit. Ja. Du sollst sehen, dass ich meinen Vater nicht im Stich lasse. Mhm. Aber lang darf man diese Lügnerei nicht an. Ist mir nämlich peinlich vor der Mama. Du bist wieder mein Sohn. Ja. Wir Riegerischen, wir müssen zusammenhalten. In Not und in Pein. Nur ich bin das arme Schwein. Also meine Ankunft daheim. Die haben wir schon ein bisschen anders vorgestellt. Ja, aber kannst deinen Vater nicht im Stich lassen? Naja, machen wir halt weiter. Werden wir schon sehen, was dabei rauskommt. Keiner da? Wunderbar. Ich muss unbedingt mit dem Papschi-Bulli reden. Ach, ich halte das einfach nicht mehr aus. Das wird mir wirklich langsam zu viel. Nein, das Beste wird sein, ich sage ihm ganz einfach die Wahrheit. Genau. Gott sei Dank, mein Alte ist nicht da. Wahrscheinlich hat's die Spur verloren. Aber der Rieger kriegt was zum Herrn von mir. Die schreibt er sich nicht ins Stammbuch. Dabei hat er mir versprochen, dass ich bei ihm schlafen darf. Ich suche mir jetzt ganz einfach selber ein Bett. Ich bin ja so müd. Wo ist er denn bloß? Jetzt, wo ich ihn aus seiner Verlegenheit befreien möchte, jetzt ist er nicht da. Ja, da wird doch nicht keine Dummheit nicht gemacht. Sorry, jetzt geh weiter. Ja, Bessie, da bist du ja. Ja. Jetzt kannst du deinen Mann gleich einen Umschlag machen. Weil zu mir sagt er, wer braucht keinen. Mama, ich brauche auch keinen. Ich möchte wissen, für was. Oh, weil du deine süße Darling nicht mehr erkannt hast. Ja. Deshalb musst du tragen einen Schlag um. Das wird sein sehr gut für dich, nicht wahr, Mami? Ha ja, ganz bestimmt. Ja, ich glaube, dass er die Reise nicht gut getan hat. Ja. Ja, ja, das sagt nämlich der Papa. Und was der Papa sagt, das stimmt. Ja. Ja. Du, und wenn es dir nicht besser wird, dann holen wir noch einen Doktor, gell? Nein, Mama. Ja? Einen Doktor brauchen wir keinen. Keinen Doktor. Es geht schon besser. So. Ja, und ich gebe ja zu, durch seinen Klimawechsel habe ich ab und zu so einen Gedächtnisausfall. Ui. Ja, ja, aber jetzt erkenne ich ja mein süßes Bessie-Weibi schon wieder. Ja. Du bist wieder meine süße Darling Boy. Oh, wirklich? Ja. Naja, wenn du jetzt der Frau wieder kennst, dann ist ja alles in Ordnung. Ja. Siehst du das? Hat der Umschlag doch ein bisschen geholfen, gell? Ja. Oh ja. Aber Bessie, du musst jetzt unbedingt frühstücken. Ja. Magst du auch noch was zu essen? Nein, Mama. Nicht? Durch so einen Gedächtnisausfall verliere ich immer gleichzeitig einen Appetit. Also, das kann ich verstehen, ja, gell? Aber dann tu der Frau bedienen. Aha. Oh ja, bitte. Ja. Thank you. Du auch, Mama. Bitte. Thank you. Bitte eine Sugar. Du auch, ja. Please, ich möchte einen Sugar. Bitte. Und noch eine Sugar. Und noch eine Sugar. Ja, er muss mir immer geben 3 Sugar, dann ist er meine süße Darling Boy. Das muss ich bei meinem alten auch mal probieren. Und? Hast du gehabt? Große Sehnsucht auf mich, Darling. Es war zu ertragen. Oh. Siehst du, Mami, er haben mich nicht mehr lieb. Warum hast du es denn nicht mehr lieb? Ja, schau mal, ich hab meine Gründe. Ah, da gibt es keine Gründe. In einer Ehe darf man nicht jedes Wort auf die Waagschale legen. Du hast die Pflicht, nett zu sein. Das kann so eine junge Frau verlangen. Oh ja, darauf habe ich verlangen. Ja, ja, jetzt geh weiter, gib ihr ein Puzzle und alles ist wieder gut. Was, ein Puzzle? Freile? Mama, muss das sein? Ja, ja, Freile, da bestehe ich drauf. Oh ja, eine Kuss, eine süße Kuss. Also, ich finde, es geht entschieden zu weit. Nein, nein, so weit brauchst du gar nicht gehen. Das kannst du dir gleich da geben. Ja, komm, du meine störrische Boy. Hey, ich bin aus! Um Gottes
Willen. Was hast du denn? Bleib doch da. Oh, das ist doch bloß dein Schwager, der Marco. Der Papa läuft mir auch über davon, wenn ich ihm ein Puzzle gehe. Ja, ich ist da schon wahr. Grüß Gott. Ja, da schon her. Der Herr Ökonomierat ist auch schon da. Servus, Fräulein. Ist das ein Freude, dass ich euch zweimal wieder beieinander hab. Ja. Ist bloß schade, dass die Bessie jetzt davon gelaufen ist, gell? Ja. Das war jetzt sehr schade. Ja, wirklich. Ja. Du sag einmal, Toni, habt ihr euch gestritten, weil sie sich im Schwarzen Adler einlogiert hat? Wer hat sich im Schwarzen Adler einlogiert? Dem Toni ist eine Frau, die Bessie. Na, sag einmal, wollt ihr jetzt mit zum Narren halten, ha? Aber nein, ich hab doch am Bahnhof auf sie gewartet. Ja. Ja, dann ist sie angekommen, dann hab ich's dahergefahren und kaum war's da, wollt schon wieder weg. Und dabei ist sie wirklich ein lieber Kerl. Mhm. Wo hat die bloß hingeschaut, wie es die genommen hat? Du, geh, reiß dich halt zusammen. Ja, sag einmal. Sag's ihr doch selber. Ja, ja, du, die Mama, die hat vollkommen recht, dass die Bessie eigentlich schon da ist. Freilich, ich glaub, du spielst ein bisschen. Die Bessie seit in der Früh bei uns im Haus. Das gibt's doch gar nicht. Und die ist jetzt grad, wie du da reingekommen bist, gerade in die Küche ausgegangen. Genau. Das kann doch gar nicht sein. Haha, es fährt der Depp fremde Leute spazieren. Was gibt es da? Oh mein Gott! Sagst du mir, möchtest du hier mit Deppert machen, oder? Nein, nein, das bist du schon. Da geh her, du armer Bruder. Jetzt kriegst du einen Umschlag. Wirst sehen, der wird dir auch helfen. Toni hat ihm auch geholfen, gell? Komm, Toni, geh mal. Der braucht Ruhe. Ja. Mama, schau ich noch mal an. Der schaut sowieso so angegriffen aus. Ja, der hat so ein Blöd. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Zuerst wartet eine halbe Ewigkeit, bis sie ankommt. Dann kommt sie an, sagt, sie ist meine Schwägerin. Dann lasst sie daherfahren. Kaum ist sie da, lasst sie zum Schwarzen Adler fahren. Und jetzt ist sie gar nicht meine Schwägerin. Also wenn jetzt noch jemand kommt und sagt, ich bin gar nicht der Martl Rieger, sondern ich bin... Ein süßer Depp, dann glaubst du es auch. Ja, Gretel, wie kommst denn du da her? Bist zu laut. Ich bin nicht die Gretel. Ich bin die Frau von deinem Bruder. Was, wer bist du? Ja, dein Vater hat mich zu seiner Schwiegertochter gemacht. Einen Moment. Du bist die Frau von meinem Bruder. Das darf doch nicht wahr sein. Geh, du Dummerl, es ist ja auch nicht wahr. Zwick mir mal, dass ich weiß, ob ich dran. Ach, Martl, das ist alles nicht so kompliziert, wie es ausschaut. Dass dein Vater gestern in der Stadt war, das weißt. Ja, mit seinem Spezi, dem Brunnerbauern. Und beide sind mit einer ziemlichen Schlagseite heimgekommen. Ja, mit einer ziemlichen Schlagseite und mit mir. Was? Bleib sitzen und lass das erklären. Ich hab doch gestern im Roten Kater ein Freund von mir besucht, das weißt du ja auch. Ja. Ja. Der Klaus sitzt noch im Roten Kater, dein Vater und der liebe Herr Brunner. Nein. Ja, ja, alle zwei waren schon recht gut aufgelegt. Du, und es hat gar nicht lang gedauert, dann ist der Vater gekommen und hat mich zum Tanzen aufgefordert. Ja, wieso denn ausgerechnet dich? Der kennt dich doch gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht hab ich ihm gefallen. Ja, soll ja vorkommen, dass Vater und Sohn denselben Geschmack haben. Komm her, du, und gib mir ein Puzzle. Sag mir, hat das der Papa auch gemacht? Aber nein. Na, dann ist schon recht. Dein Vater war sehr galant, hat sich bei mir vorgestellt. Und wie er gesagt hat, dass er der reiche Riegerbauer aus Oberndorf ist, bin ich ihm vor lauter Überraschung auf die Füße gestiegen. Das geht ihm gerade recht. Ich war natürlich zu meinem zukünftigen Schwiegervater sehr nett. Hab da einen Papschi-Bulli zu ihm gesagt. Naja, und hab mir auf seine Einladung hin auf seinen Tisch geguckt. Mit einem Wort, es wurde ein gemütlicher Abend. So, ein gemütlicher Abend. Tu das Puzzle wieder her. Sag einmal, wie bist du denn dann eigentlich da hergekommen? Ja, diese Idee stammt von deinem Vater. Nach einigen Besuchen in anderen Nachtlokalen sind wir dann schließlich bei euch daheim gelandet. Also ich muss schon sagen... Nein, sag nix. Es ist nichts vorgefallen, worüber du deine Nase rümpfen brauchst. Du kennst mich doch. Eben. Hallo. Also pass auf, den lieben Herrn Brunner, den habe ich heimgeschickt zu seinem lieben Weibe. Dein Vater hat es im Gang draußen bequem gemacht und ich habe in dem Zimmer von deinem Bruder geschlafen. Ja, heute früh ist der Mama gekommen, hat mich entdeckt und da hat mir dein Vater ganz schnell für seine Schwiegertochter Bessie ausgegeben. Ah, jetzt komme ich erst mit. Drum hat der Toni vorher behauptet, nicht die andere, sondern du bist seine Frau. Ganz genau, er hat den Toni zu seinem Bundesgenossen gemacht. Na wart, lieber Herr Vater, da sehe ich schwarz für dich.
Ja, schwarz für ihn und rosa für uns. Wieso rosa? Gemadel, kapierst denn du das nicht? Jetzt haben wir deinen Vater in der Hand. Ja, jetzt muss er zu einer Heirat seine Zustimmung geben, sonst ist er geliefert. Ja, richtig. Das ist ja wunderbar. Okay? Komm her, jetzt kriegst du das Puzzle wieder. So, und? Wie geht's meinen Patienten? Ha? Oh, Frau Mutter, ich muss sagen, mir geht's schon bedeutend besser. Ja, und ich muss auch sagen, du hast recht gehabt. Das ist wirklich deine Schwiegertochter. Ja, freilich, wer denn sonst hat? Mein Gott, nein. Ich hoffe, dass du auch einmal so eine freundliche und so eine nette Frau kriegen wirst. Also, mein Gretel, die ist genauso nett und freundlich wie sie. Wer redet denn von deiner Gretel? Ich rede doch von deiner zukünftigen Riegerbäuerin, die wir da mal raussuchen werden. Du musst nämlich wissen, dass ich unbedingt eine vom Film heiraten will. Was sagst du jetzt du zu so einer Dummheit? Hä? Oh, Mami, hä? Ich sei sicher, wenn ich wäre die Braut von die Martel und wäre eine Spielerin von die Schau, du würdest mir geben auch eine Yes für eine Heirat? Hm? Also ich muss schon sagen, wenn du die Martel seine Frau wärst, ich glaube, du kannst sein, was nix. Gegen dich hätte ich überhaupt als Riegerbäuerin nichts einzuwenden. Ich darf dich schon als Bäuerin anlernen. Ja? Ja, sag mal, ist das der Ernst, Mama? Ja, wenn ich das sag, dann stimmt's doch. Gib mir deine Hand drauf. Die kannst du haben. Jetzt bist wieder meine liebe Mama und die Frau Mutter legen mir Takte, gell? Komm her. Hey, was ist denn jetzt auf einmal los mit euch? Er sei nur sehr glücklich. Und ich bin über deine Einwilligung auch sehr lustig auf dich. Komm, Schwägerin, jetzt muss der Vater drum glauben. Ja. Was schafft Zeit, wenn der Reno erklärt über den Haus? Patsch ist ja gar nicht da. Wer denn? Wenn du deinen Alten meinst, der ist bis nicht da. Aber was tust du mit dem Briegel da? Das ist mein Advokat. Mit dem werde ich meinem Mann schonend beibringen, dass er seine Gattin nicht ungestraft betrügen kann, gell? Mein Gott, nein, der Alte ist doch unschuldig. Unschuldig? Ja. Jetzt erst einmal, also was ich gesehen habe, das habe ich gesehen, gell? Übrigens, hast du dieses Weib schon ausgeschmissen? Was denn für ein Weib jetzt? Diesen lockeren Vogel, den unsere Mannsbilder aus der Stadt mitgebracht haben. Ach, geh weiter. Ich bin ja froh, dass er da ist. Was? Fräule? Also, zilliert sei mir nicht besser, aber jetzt verstehe ich dich wirklich nicht mehr. Du wirst mich gleich verstehen, wenn ich dir sage, dass diese städtische Fräulein meine amerikanische Schwiegertochter ist. Was? Ja. Also, du gestattest schon, dass ich mich da jetzt hinhocke. Ja. Das ist deine Amerika... Genau. Das gibt's ja nicht. Mhm. Aber du, wie kommt die dann dazu, dass sie sich an meinen Alten so hinmacht, wo sie sie ja überhaupt nicht kennen? Das ist ein Irrtum, die kennen sie schon. Was? Dein Mann ist doch dabei gewesen, wie mein Mann unsere Schwiegertochter in der Stadt ausgeführt hat. Naja, darum ist sie auch ein bisschen später geworden, oder besser gesagt in der Früh geworden, nicht? Mein Gott. Ist das deine amerikanische Schwiegertochter aus Amerika? Ja, genau. Ja, du, dann ist ja mal alter, vollkommen schuldlos. Ja, das habe ich dir gerade gesagt. Aber so was Dummes. Jetzt habe ich den Prügel ganz umsonst gesorgt. Komm, jetzt geh mit mir in die Küche raus, dann erkläre ich dir alles noch ganz genau, gell? Ja, also du, Zilli, du darfst mir aber nicht besser, dass ich so aufgeregt war, gell? Weil, ich meine, du musst ja verstehen, Pfui ist ja mit meinem Alten nicht mehr los. Aber das, was er noch hat, das brauche ich selber. Darling, Honey, meine arme, unschuldige Toni. Ich habe meine dummen Eifersucht eine Rohrfeige gemacht. Ja, du sag mal, dann war also mein Vater doch bei dir. Oh yes, er hat mir alles erzählt. Mhm. Please, verzeih mir meine Dummheit. Mhm. Will alles wieder gut machen. Ja. Ja, auseinander. Seid ihr wahnsinnig? Wie geht's denn ihr leichtsinnig mit meinem Leben um? Ha? Wenn euch Mama erwischt, um Gottes willen, dann muss man aufpassen wie auf die kleinen Kinder. Ja, ja. Lieber Vater, und ihm aufpassen, da bist du schon fast Fachmann drin. Ich kann sich ein Blödsinn. Sei froh, dass ich deine Unschuld aufgeklärt habe, oder? Ist ja so gelaufen, dass ich gar nicht mehr nachgekommen bin, bloß damit ich dir verzeihen kann, ne?
um mir zu verzeihen? Ja. Da schau her. Ich glaube, du verwechselst die Begriffe ein bisschen. Was tue ich? Du, wenn hier jemand verziehen werden muss, ja, dann bist es einzig und allein du. Wieso? Jetzt sag mal, Vater, wir gehen die Geschichte weiter. Hm? Ist jetzt die Bessie meine Frau oder nicht? Das weiß ich eben noch nicht. Lass mich einmal scharf nachdenken. Ihr geht jetzt einmal ins Gartenhaus hinaus. Mhm. Und ich werde nachdenken, wenn ich was weiß, dann rufe ich euch, gell? Ja. Du, das ist eine wunderbare Idee, da sind wir zwei ungestört. Na, ich hätte gerne gehabt, zuerst das Vergnügen, meine Schwiegermami kennenzulernen. Das ist kein Vergnügen, sag ich. Auseinander! Dankeschön. Aber ich muss jetzt gehen. Mein Alte muss meinen Alten suchen. Auch wenn er schuldlos ist, dann muss er trotzdem was tun. Also, jetzt kommt der Rieger. Oh, dem begegnet ich nicht gern. Aber wo der ist, da ist mein Alter auch. Da verstecke ich mich. Da erfahre ich bestimmt was. Ah, da hinten. Da verstecke ich mich. Na, wie die beieinander hängen, wie siamesische Zwillinge. Das ist nicht zum Glauben. Ha, da ist er her. Der Vater, das ist ja ganz gut, dass ich dich treffe. Was denn mal so? Ja, ich hab nämlich ganz dringend was mit dir zu besprechen. Aber ich nicht mit dir, ich hab keine Zeit, lass mal rüber. Ah, so viel Zeit hast du schon. Was? Ich hab nämlich eine ganz, ganz große Überraschung für dich. Bitte keine Überraschung mehr, mir reicht's die nächsten 10 Jahre. Ich weiß nämlich alles. Was weißt du alles? Alles. Dass du und der Brunnerbauer gestern in der Stadt drin beim Lumpen wart. Na, und dass ihr euch eine Dame namens Lilli aus der Bar zum Roten Kader mit dahergenommen habt. Und dass du der Mama gegenüber diese besagte Dame als deine amerikanische Schwiegertochter ausgegeben hast. Und dass du jetzt, wo die richtige Bessie da ist, so richtig tief in der Tinte drin sitzt. Na, sag mal, woher weißt denn du das alles? Tja, man hat eben so seine Beziehungen. Ich soll der Teufel holen, das ist alles üble Verleumdung. Herr Rieger, strengen Sie sich nicht an, Sie sind erkannt. Hm? Das kommt daher, wenn man öffentlich Wasser predigt und heimlich Wein sauft. Hör auf mit diesem Blödsinn. Bin ich mich gerade auf dem Weg zur Mama, um mir diese Neuigkeiten mitzuteilen. Untersteh dich, sonst trifft dich der Fluch deines Vaters. Ausstoßung, Enterbung. Vielleicht lasse ich dich sogar enthaupten. Ja, gut, es stimmt alles, was du sagst, aber ich bin unschuldig. Der Brunner ist der Hauptschuldige, ne? Du Papa, das ist mir eigentlich wurscht. Sag einmal, wenn ich der Mama nichts von deinen Schandtaten erzähle, ja, lass du mich dann meine Gretel heiraten? Das kommt gar nicht in Frage, du spinnst wohl. Nicht? Nein. Oh, dann tust du mir leid. Was? Ach. Ich seh dich schon in der Hölle, wo? In Teufelsküche, beim Heulen und Zähneknirschen. Hm? Schicksal nimmt deinen Lauf, ich geh zur Mama. Du bleibst! Gut, heirate deinen Filmdiwan von mir aus. Aber komm ja nicht mit Klagen, wenn's in der Ehe nicht klappt, gell? Keine Angst, Vater. Ich danke dir, Reggie. Ja. Und jetzt, wo ich dein Versprechen habe, bin ich dein Bundesgenosse. Aha. Ich werde dich bei der Mama schon raushauen. Ich spreche immer vom Hauen, das mag ich nicht. Du suchst jetzt die falsche Bessie und gehst mit ihr ins Gartenhäusl. Da ist der Toni mit seiner Frau schon dort. Wir müssen Kriegsrat halten, damit wir der Mutter einen neuen Bären aufbieten können. Ne? Ich verstehe schon. Lagebesprechung. So ist es. Melde mich zur Stelle, Herr Hauptmann. Ohne Drittmarsch. Eins, zwei. Da hört sich ja alles auf. Also, ein Schafferl ums Mannsbult, das geht ja noch. Aber das ist ja eine ganze Verschwörerbande. Na, wart. Ich werde die Suppen schon versalzen. Da ja, Frau, du bist da immer noch da. Ja? Ja, sag mir einmal, du suchst den Alten. Ah, das habe ich nicht mehr nötig. Wieso nicht? Nein, der wird auch bei dem Kriegsrat teilnehmen. Was denn für ein Kriegsrat? Ja, der bei euch im Gartenhäusl jetzt gerade stattfindet. Was? Ja, unter dem Vorsitz von deinem Alten, diesem verlogenen Indianerhäuptling. Jawohl, und da beraten sie jetzt, was sie für uns für einen neuen Bären haben und uns aufbinden können. Mhm. Also, Afra, da verstehe ich jetzt kein Wort. Ja, du wirst gleich was alles verstehen. So? Der Alois hat dir doch erzählt, dass die Lilli die amerikanische Schwiegertochter aus Amerika ist. Ja. Das stimmt aber nicht. Du warst nur so dumm und hast es geglaubt. Ja, gibt's denn das? Ha? Jawohl, das gibt's. Und jetzt kommt das Schönere. Ja. Jetzt ist die echte Schwiegertochter aus Amerika auftaucht. Jetzt weiß natürlich der Alter nicht mehr, wo aus und wo er ist.
Jetzt geht mir ein Licht auf. Mhm. Ja, aber der Toni, der hat doch... Du, auf den Toni brauchst du überhaupt nicht verlassen. Der steckt ja mit deinem Alten unter einer Decke. Jawohl, und der Martel genauso. Ganz genauso. Du, der hat gesagt zu deinem Alten, wenn er ihm die Erlaubnis gibt, dass er seine Theatergrädel und Filmgrädel da heirat, dann hilft er zu ihm. Und er hat ihm die Erlaubnis gegeben. Und zu mir haben sie gesagt, der Klimawechsel hätte ihnen nicht gut getan. Also, der einzige Klimawechsel, was unsere Mannsbilder nicht gut tut, das ist das Klima in der Stadt drin. Also, ich meine, mein Mann wird ja in den nächsten Jahren nur noch häusliches Klima atmen. Ja, das heißt, wenn er den Priegel überlebt. Ja. Weißt du was? Ha? Wir zwei ziehen uns jetzt zu einer Beratung zurück. Zum Kriegsrat? Ja. Jawohl. Und dass uns das Richtige einfällt, nehmen wir noch den richtigen Geist dazu mit. Ja. Jawohl. Also du Respekt. Das ist ganz gut. Ja. Weil der Alkohol ist nämlich der erste Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Jawohl. Und jetzt gehen wir zum Üben. Jawohl. Ja. Also jetzt noch mal zur Generalprobe, damit niemand sich verplappert bei der Eugen, gell? Also, wer sind Sie? Ich bin die beste Freundin Ihrer Schwiegertochter Bessie. Gut, ja. Und wieso kommt die beste Freundin hier auf einmal daher, sie aufgekreuzt hier bei uns? Die Lilly ist die beste Freundin von die Nachbarfrau und hätte auch gerne gehabt, die Johnny zu sein Mann. Aha, gut, weiter. Und weil durch die Heirat mit der Johnny hat sie auch mich verloren, konnte sie vor Sehnsucht nicht aushalten und ist uns mit dem Flugzeug nachgereist. Sehr gut. Und ich hab's einfach nicht ausgehalten. Ich wollte unbedingt in der Nähe meines Geliebten sein. Ui, das mit einem Erfolg bei der Mutter. Jawohl. Was? Ein durchschlagender Erfolg. Ja, hoffentlich wird es kein erschlagender Erfolg. Und dann lass das, gell? Hoffentlich kommt der Brunner bald, dass wir ein Einheitsgeständnis abliefern können. Ne? Denn wenn meine Frau kommt und... Ja. Da sind Sie alle beieinander? Ja. Ja, wer ist denn das? Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Also, Marlene, halt dich fest im Fall, dass sie umhauen sollte. Ja. Ja, aber ich Angst, dass da jemand anderen umhaut. Nein, also, pass auf, uns ist eine kleine Verwechslung passiert. Und darum muss ich dir... eine neue Lüge auftischen. Was? Das wollt ihr doch sagen, oder? Ja, wollt ihr nicht sagen. Und zwar, dass dieses Fräulein gar nicht die Bessie ist. Was denn? Sondern die richtige Bessie, die steht da. Ja, stimmt's? Oder habe ich recht? Woher weißt denn du das? Alois, ich weiß alles. Du weißt alles? Ja. Das ist ein Verrat im Spiel. Verrat ist ein... Wir haben einen Verräter unter uns. Pei, 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 pei! So, und jetzt zu euch. Yes. Yes. Findet ihr das richtig? Einer Mutter so eine Komödie vorzuspielen. Na, schauen wir mal. Richtig finden wir es natürlich nicht. Aber wir sind praktisch Opfer väterlicher Überredungskunst. Yes, please, Gnade für uns und den lieben Schwiegerdaddy. Also für euch ja, aber für den Vater ausgeschlossen. Und jetzt zu Erna. Also ich muss schon sagen, Sie haben mich schwer enttäuscht. So viel Verstellungskunst hätte Erna überhaupt nicht zutraut. Tja, das bringt halt der Beruf mit sich. Beruf? Mhm. Ein feiner Beruf. Aber ich hoffe, dass Sie jetzt wenigstens wissen, was Sie zu tun haben. Ja, das weiß ich. Ich möchte dich, liebe zukünftige Schwiegermutter, um die Hand deines Sohnes Martel bitten. Mein Name ist in Wirklichkeit Grete Holm. Ich bin die Schauspielerin, von der du so eine überaus gute Meinung hast. Du bist? Ich bin. Ja, sag einmal, wolltest du mich schon wieder zum Narren halten, ha? Nein, Mama, das ist jetzt ausnahmsweise die Wahrheit.
Nachdem du und der Vater schon eure Einwilligung zu unserer Hochzeit gegeben habt, fehlt uns eigentlich nur noch euer Segen. Bitte. Also meinetwegen, werdet glücklich miteinander. Jesus, nein. Sag einmal, Alter, wo willst du denn mit dem Strick hin? Aufhängen, man interessiert mich damit, ha? Okay, lass doch die Dummheiten. Oh, Schwiegertätti, man soll sich erst aufhängen, wenn alle Stricke reißen. Wenn alle Stricke reißen, kann man sich ja nicht aufhängen. Papa, das hast du jetzt gar nicht mehr nötig. Nee? Die werden wir davon überzeugt, dass du unschuldig bist. Genau. Ja, mein liebes Papschi-Burli, ich bin nämlich gar nicht die Lilli. Nee? Nein, sondern deine Schwiegertochter, die Gretel. Na, hör auf! Ich kann aber jeden Eid ablegen, dass du unschuldig bist. Schon? Ich war nämlich bei unserem Stadtbesuch dein Schutzengel. Nein. Ja. Hast du gehört, sie war mein Schutzengel? Ja, hab ich gehört. Du bist mein Schutzengel? Ja. Wo warst denn du, wie ich geheiratet hab? Ha? Ich darf meinen Schutzengel der Busse geben. Na, freilich. Ja, gut. Ja, ja. Ja. Hey, nicht so lang. Ja, du Neid, Hammi, du. Come on, Schwiegerdaddy. Kriegst auch ein Busse an. Ich war. Nicht so lang. Das fängt ja auch noch an. Möchtest du auch Busse, hä? Freilich. Nicht so lange. Es ist ja nur dein Glück, dass deine Bekanntschaft vom Roten Kader unser Gretel war. Ja? Ja, sonst hätte ich mich jetzt statt dem Busle eine Motzrumatschen gekriegt. Na, hör auf. Freilich. Gott, bleibst du in der Lage? Sag mal, was sind wir für... Sorry. Den Stecker mit mir. Halt, den brauche ich vielleicht noch für dich. Oh.